Tettnang ist um eine besondere Einkaufsmöglichkeit reicher. Unter anderem in Friedrichshafen und Überlingen gibt es schon Weltläden, jetzt hat auch Tettnang einen. Von Lebensmitteln bis hin zu Geschenkideen gibt's hier alles und auch das Konzept des Weltladens ist ein besonderes. Also das Besondere am Weltladen ist, dass zum einen die Preise fair sind, dass die ausgehandelt werden zwischen den Produzenten. Das sind in der Regel Kleinproduzenten aus den Ländern des Südens, die sonst keinen Marktzugang haben. Und die sollen für ihre Arbeit so einen Preis bekommen, dass sie davon leben können. Gerechter Lohn ist aber nur ein Teil des Konzepts von Weltläden. Ein anderer Aspekt ist der Klimaschutz. Fast alle Produkte aus dem Lebensmittelbereich sind Bioprodukte und die Bauern werden auch darin unterstützt, umzustellen auf Bioproduktion, zum Beispiel bei Kaffee jetzt oder bei Mangos und so weiter. Und der Zwischenhandel wird ausgeschaltet. Das geht also direkt vom Produzenten über eine Kooperative. Hier in Deutschland gibt es nur sehr wenige Verteiler und dann geht es direkt an den Weltladen. Ein Alleinstellungsmerkmal der Weltläden ist auch das Kunsthandwerk, das hier zusätzlich angeboten wird. Und das kommt gut an bei den Tettnangerinnen und Tettnangern. Wir hören sehr, sehr positive Rückmeldungen und viele Leute kommen jetzt inzwischen auch schon regelmäßig oder sind empfohlen worden. Die hat gesagt, da musst du unbedingt mal reingehen. Wir sehen es auch am Schaufenster. Viele Leute bleiben länger vorm Schaufenster stehen und schauen sich die Auslage an. Also wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Ob aus Tettnang oder von außerhalb, im Weltladen sollte es für jeden Geschmack etwas Passendes geben. Also wir haben einen großen Bereich Lebensmittel und Genussmittel, also Schokolade, Kaffee, Tee, das was man so erwartet im Weltladen, aber auch sehr viel Küchendinge, feine Küche, Reis und Soßen und Gewürze und solche Dinge. Und dann gibt es natürlich einen großen Non-Food-Bereich. Also da gibt es Schmuck, da gibt es Textilien, da gibt es Taschen. Kleiner Laden, große Auswahl. Seit einigen Wochen hat auch Tettnang seinen eigenen Weltladen.